Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Jo, wir sind im 5. oder 6. Akt angekommen, auf jeden Fall rechts. Ich schau mal kurz auf der Map. Ich zeige es euch kurz. Jo, mir geht es momentan nicht so gut. Ich habe wieder Zuckerprobleme, vor allem tiefer Zucker. Und ja, Unterzucker kann manchmal echt nervig sein. Ich hoffe, ich bin noch genügend konzentriert. Jetzt muss ich das suchen. Genau. Hier sind wir angekommen. Wir tun aber noch kurz mal die Sachen rein. Und dann schauen wir mal noch. Wir haben leider jetzt nicht mehr so viel Lager und auch zu wenig Geld für ein extra Lager wahrscheinlich, oder? Es kostet 420.000, das haben wir natürlich noch nicht. Wir haben nur 98, okay. Wir tun jetzt einfach mal schauen, ob es noch ein bisschen Platz hat. Hier hat es noch Platz für die zwei. Die brauchen wir beide nicht. Ja, Totem Damage brauchen wir auch nicht. Critical Strike für Minions brauchen wir auch nicht. Da müssen wir kurz schauen, bei Amulette, ob wir ein besseres haben. Amulette ist wo? Da. Ja. Ob wir ein besseres haben. Also 51, 61, 80 sind besser. Ja. Okay. Dann ein Summon Storm Totem Helm. Mach ich mal bei Blade Master rein, auch wenn es nicht ein Blade Master Storm Totem, sondern Schamane. Dann gucken wir noch kurz. Ich will jetzt weiterspielen. 575, 198 ist schlechter. Und hier 22. 25 ist besser, also ist auch schlechter. Ja, und die Sachen mache ich beim Blade Master hin. Ja, kann ich auch. Kann ich auch reintun. Unter der Helm Spriggen brauchen wir nicht. Spriggen. Torntoden brauchen wir nicht. Chaos Speed Spell Damage brauchen wir nicht. Haben wir ja noch ein neues Item. Die Rüstung. Ja, die Rüstung. Ja, Physical Spell Damage. Nee, würde ich jetzt nicht tragen, die Rüstung. Ist schwächer. Ja. Ist nur für den Wildspirit Beat gut. Und ja, Level 50. Jo. Mehr Spell Damage spricht jetzt eigentlich auch nicht unbedingt so gut. Das wäre nicht schlecht. Nee, das wirkt ja dann auch nicht mehr auf die Minions. Wir haben ja Minions, okay. Gut, dann legen wir los. Jo. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschalten. Und jo, ich beginne so langsam mit Skyrim Modding. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genügend Zeit für Last Epoch habe, aber es ist priorisiert. Also es wird wahrscheinlich nicht weniger gut häufig kommen. Es wird wahrscheinlich sogar so bleiben. Also es wird vielleicht nicht häufiger oder ja nicht seltener. Aber es wird einfach so sein. Ja, jetzt muss ich wieder die Taste finden. Was das so zu tun. Ich will aber jetzt. War ich Spriggen? Nein, ich war nicht Spriggen. Okay, keine Ahnung, ich hab's jetzt gerade nicht so angeschaut. Ja. Also, Impossible. Also bitte mal kurz die Steuerung lernen. Ah, ich verwandle mich zu. Ja, ist klar, dass es nicht geht. Also, jetzt müssen wir kurz warten. Ich muss mich wieder reinfinden. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr. Ich habe ja ein paar Parts aufgenommen. Also hier und dann W und E, nicht W und E. Okay, stimmt. Cheat. Ist recht schwer. Aber der Schaden geht. Schaden ist genial. Okay, jetzt geht's wieder los. Der Drago hat's auch wieder gelernt. Der Drago braucht manchmal ein bisschen länger, bis er irgendwelche Tastendrücken wieder lernt. Aber ja, ist es halt einfach so. Ich bin halt zu intelligent, so die Tastatur gedrückt. Ja, man hat so viel Ablenkung gehabt, so viele Gedanken gleichzeitig gehabt wegen Multitasking und so. Das ist natürlich schon sehr schwer. Ich bin halt hochbegabt und das verstehen viele Menschen
einfach nicht, oder? Sie verstehen nicht, wie man einfach so extrem verplant sein kann. Aber verplante Menschen sind meistens intelligenter als nicht verplante Menschen. Und die müsst ihr akzeptieren, die haben es auch schwer. Der Schwierigkeitsgrad steigt, je intelligenter ihr werdet. Es wird immer schwerer sein. Also ich kenne mich mega gut so mit Tieren, Pflanzen, mit Sport, mit Kampfsportlern sehr gut aus. Und dann noch mega viel auszukennen im Streaming- und Gaming-Bereich ist natürlich dann extrem schwer. Okay, im Gaming-Bereich kenne ich mich auch ziemlich gut aus, aber jetzt ein guter Gamer bin ich deswegen nicht. Aber ja. Ich sehe ja andere Let's Player, die noch schlechter Last Epoch spielen und andere Hack and Slays. Also ich fühle mich überhaupt nicht in den Atlas. Ich bin sogar gut, nur eben, ich kann halt keine Werbung machen. Deshalb sollte ich eher so mich ein bisschen aufs Modding konzentrieren. Das geht leider nicht in Last Epoch. Da kann man leider nicht modden. Da kann man eigentlich nur so optische Mods, glaube ich. Ich weiß, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe es gar nicht irgendwie gelernt, also gesehen, gelesen oder so. Ich habe mir nur so ein bisschen überlegt. Ah ja, genau, Lootfäde kann man machen, stimmt. Ja, das ist das Einzige, was man eigentlich aus der Epoch auch machen kann. Seht ihr, der Beat ist schon viel, viel besser angenehm zu spielen. Aber manche Beats sind einfach nicht low-levelig machbar, weil man bestimmte Skillpunkte in den Space investieren muss. Ja, das hat jetzt kurz ein bisschen Soundtrack gegeben, dünn gemacht. Mir. Okay, ich muss mal den Ton noch ein bisschen lauter machen. So. Ja, dann machen wir weiter hier. Und dann müssen wir eigentlich hier. Da waren, glaube ich, 3 und 6. Oder 3 und 5. Ja, ich muss den Scale-Planer nochmals aufmachen. Das Epoch-Planer oder so. Okay, kurz. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist schon ein bisschen gestiegen wieder. Aber wenn man nicht in Nahkampf geraten, ist es nicht zu viel. Also ich finde gut, dass Last Epoch wirklich starke Nahkämpfer-Gegner hat. Aber es ist halt auch nicht gerade balanciert. Also Fernkämpfer sind auch in diesem Spiel viel stärker. Das ist eben das Problem. In vielen Hack'n'Slays sind Nahkämpfer einfach ein bisschen... Okay, das Symbol, ist das neu? Ist der Patch schon gekommen? Nein, der Patch ist noch nicht gekommen, aber ist das neu? Das ist mir gar nie aufgefallen. Ja, es hat auch Summonspriggen. Wine Damage und danach gehe ich wahrscheinlich hier und hier hin. Und dann hier. Nochmals ein Totem. Oder hier. Physical Resistance ist ziemlich gut, aber. Wo gehen wir als nächstes hin? Ja gut, komm, wir gehen auf Fallbarrage. Okay. Ja. So, dann nehme ich den auch mal noch raus. Dann habe ich irgendwie gespawnt. Oh. Ich bin eben sehr unkonzentriert wegen Unterzucker. Also beim Beastmaster muss ich nun hier noch einen Punkt rein tun. Und danach muss ich hier 2 Punkte reintun. Und dann auf die Geschwindigkeit, also Attack Speed, Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Wieder drin. Ich habe mich zweimal, glaube ich, falsch. Der ist sicher stark. Jetzt
Zum Beispiel bei Eisbarer gehabt, also Eis Spikes, genau. Aber ja. Ja, Eisbarer ja auch, aber ich mag den Skill nicht so. Ja, Cold Damage. Ja, ja, nicht. Also ich finde Cold ist gar nicht so gut. Naja. Okay, ja. So, okay, wir haben von Fima gefunden. Ich muss mal kurz eine Einstellung machen beim Mikrofon. Dass ich nicht so extrem laut reden muss. Einfach Fahr machen. Sollte jetzt eigentlich besser gehen. Ja. Okay, ja, machen wir weiter. Ja. Es ist zwar auf Nil eingestellt und ich muss das auf Fahr einstellen, dass ich weniger weit nah am Mikrofon sein muss. Jo. Sonst kann ich noch ein bisschen runterstellen. So. Gut. Ja, jetzt ist es fast ein bisschen zu laut. Also wieder ein bisschen hoch. So. Ja, jetzt. Ja. Okay. Jetzt ist es gut. Also, dann rede ich einfach nicht mehr so laut. Uff. Ja, es ist nicht gerade leicht, so ein modernes Mikrofon. Ist eigentlich relativ schwer zu bedienen. So, lala, wir reden gerade. Ja, ist der hier? Ah, bekommen wir noch Geld über 1000 oder XP 1000. So. I'm glad to get a chance to rest a moment. It's been quite a day. Okay, so bist du lauter. Oh. Also der Händler hat leider noch immer noch nicht so gute Items. Oh, 53 ist besser. Okay, kaufe ich mir. Ich habe schon Ewigkeit nichts mehr gekauft beim Händler. Jetzt habe ich eine bessere. Okay, ist irgendwie ein bisschen verpackt, aber es ist raus. Das Inventar ging aus, was ich rechtsklick gemacht habe auf das Item. Ja, gut. Okay, jetzt machen wir ein Nebengebiet, aber das ist relativ schnell vorüber. Und es ist ein bisschen härter, also Gegner sind manchmal ein bisschen nervig. So, Charge-Angriff und so, einfach aufpassen. Ein bisschen schneller ausweichen. Also mehr auf Ausweichen konzentrieren. Und hier einfach schauen, dass ich weiterkommt. Mana wegnehmen. Okay, jetzt geht's. Ja, Mana-Probleme haben wir halt schon noch, immer noch, aber gut. Geht ja nicht anders. Ja, irgendwie, wenn jetzt ein paar sterben, sie geben nicht immer Mana, es ist ja. Ja, glücksabhängig, deshalb muss ich nur ein bisschen mehr spawnen. Genau diese Angriffe hier. Irgendwie Splitter schießen oder so etwas ist der Angriff. Naja. Ist ein bisschen stark geraten bei den Bossen. Also jetzt die Gegner nicht. Also die Bosse, die man immer wieder töten muss jetzt in diesem Gebiet. Die sieht man halt kaum, weil sie auch nicht so viel Leben haben. Die haben viele. So, genau, da ist einer. Einfach diese mit den leuchtenden. Die werden irgendwie schlecht angezeigt noch. Die müssen sie noch ein bisschen erkenntlicher machen, dass das Bosse sind. Ja. Bei Pets of Access sind sie einfach größer meist. Die werden auch nicht gerade gut angezeigt.
Zum Beispiel bei Skyrims haben die so einen gelben Schimmer. Also es sieht besser aus, als ihr denkt. Aber ja, bei mir geht Skyrim leider nicht. Es startet nicht mal, also es bricht eigentlich sofort ab. Also es heißt, Steam startet Skyrim und danach bricht es einfach ab und dann heißt es wieder, ja, Skyrim muss neu gestartet sein. Also es heißt wieder, starte Skyrim bei Steam. Genau so. Tech Speed for Totems ist ziemlich auch gut. Aber ja, ich hole mir das erst, wenn ich wirklich ein Totembild wieder mache. Weil es gibt neue Items, neue Unix und Z-Items für Totems. Und eventuell mache ich dann mal ein Totembild. Genau, den nehme ich mit. Diese Handschuhe. So. Ja, ich mache jetzt einfach auch noch einen längeren Part, oder? Das Hochladen geht recht flott jetzt plötzlich. Keine Ahnung, was jetzt los ist momentan mit YouTube. Aber sie haben jetzt eigentlich viel wieder verbessert in den letzten 2-3 Wochen. Ja. Also, ziemlich geil für mich. Weil ich habe ja meistens nicht Zeit zum Hochladen. Also ja. Ich lade schon genügend pro Tag hoch, aber ich muss sehr viel Zeit sonst opfern für den ganzen Tag. Und ja. 96 in Created Minion Spell Damage. Ja, wenn es mehr Mods hätte mit Minions, dann würde es besser sein. Aber wir haben ja 117. Und wir haben noch Attack Speed für die Minions. Ja. Ist also nicht so gut. Jo. Jetzt müssen, glaube ich, noch kurz hier ein bisschen irgendwas da runter machen. Also, noch. Und dann kommt der Boss. Ah, da ist noch ein Schrein. So, ist der Boss aufgetaucht oder wir haben es fertig? Ah, der Boss habe ich schon besiegt. Okay, das ging so schnell. Was war das? Leertaste. So. Okay. Müssen wir doch noch irgendwas besiegen? Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Das ist Nests of the Fallen. Da müssen wir, glaube ich, gar nichts mehr machen. Hä? Was müssen wir jetzt machen? Wenn wir hier M drücken, dann M geht nicht. Map geht auch nicht. Was müssen wir jetzt machen? Eben, in diesem Gebiet, Nest of the Fallen. Wo ist Shining Grove? Also hier müssen wir hin. Das wollte ich jetzt einfach noch nicht machen. Weil der Boss sehr zäh ist für das, also einfach für diesen Bild jetzt noch. Aber wir müssen in dieses Gebiet. Aber was müssen wir jetzt machen? Habe ich einen Boss übersehen? Ich glaube, der ist links da. Also jetzt nach links da unten. Irgendwo hier ist der Boss scheinbar. Man sieht auf der Map oder so nicht, wo man hin muss. Nee, hier ist nichts. Wir haben irgendwo einen Boss übersehen. Keine Ahnung gerade, sorry. Schon lange nicht mehr gemacht. So weit war ich jetzt eigentlich schon seit 2 Jahren nicht mehr oder so. Ah, hier ist nochmal ein Boss. Ah, jetzt müssen wir alle wieder besiegen wahrscheinlich. Ah, ist ja schnell gemacht. Wir gehen jetzt einfach nicht in die Sackgasse rein. Ist recht doof gemacht. Ich finde das wirklich nicht gut, dass wir alle Gegner wieder da sind und so. Ich will ja rewarded werden. Ich will ja sehen, dass die Gebiete entvölkert sind und so. Bei Neustart oder bei irgendwie, ja, lange warten kann schon resettet werden, aber nicht immer sofort. Das ist doof gemacht. Ja, weiß ich gar nicht, was ich machen muss.
The Breton. Okay, jetzt habe ich alle Breton. Jetzt müssen wir zurück. Jetzt müssen wir zurück. Und dann ist der Boss irgendwo hier. Sehr gut. Ja, leider haben wir keinen Bewegungsskill. Ja, ich bin jetzt gerade momentan am Multistrike Paladin am Leveln. Ich werde wahrscheinlich den Multistrike Paladin auch dann noch ein bisschen zeigen. Nebenbei, aber oder im Stream. Im Stream könnte ich den eigentlich zeigen. Im Let's Play kann ich den nehmen oder halt noch ein anderer Beat, aber ich bin jetzt gerade eher auf der Suche. Okay, der Damage stimmt, also wir können eigentlich den Boss jetzt machen. Der Shining Grove. Ja, machen wir den Boss jetzt dort kurz. Leertaste. Also, sorry, dass ich ein bisschen unkonzentriert bin, aber ja, ist halt schon ein bisschen nervig, wenn man zu krank ist und immer wieder irgendwas einhalten muss. Ja, das auch gerne ohne machen. Aber gut, man muss leiden. Wenn man krank ist, muss man leiden. Das muss man akzeptieren. Also eben dieses Gebiet ist jetzt wirklich ein bisschen nervig mit einer Verlangsamungsaura oder noch was. Aber der Boss sollte jetzt gar nicht mal so zäh sein. Ganz im Bild. Okay, Ice Dawn Spell Hit. Ist nur 2%. Nehmen wir nicht mit. Ich weiß gar nicht, wie hoch das sein kann, aber 4 glaube ich schon. Okay, der ist auch schon da. Eine Ice Beetles brauchen wir jetzt gerade eigentlich nicht. Aber er lässt sich sehr bequem spielen, der Bild. Also, ich frage euch mal, was für Builds findet ihr am coolsten? Dann kann ich wirklich ein Bild daraus machen. Also, ja. Ich will halt einfach höher auch kommen. Ich habe diesen Bild eigentlich gewählt, weil er relativ gut Arena machen kann. Aber wenn ihr jetzt nicht wollt, dann kann ich schon ein anderes Bild zeigen. Ich kann ihn eben bis dorthin leveln, wo wir waren oder so. Ja. Aber gut. So, okay, Ladezeit. Ist gar nicht mal so hoch. Ja, jetzt sind wir ein bisschen verlangsamt. Wir sind halt reingelaufen. Einfach ein bisschen voraus spawnen. Ja. Die Aura, die Nova ist aber echt groß. Ja gut. Laufen wir einfach ein bisschen verlangsamt. So, noch einen Punkt. Ja, gut. Sehr gut. Wir haben zwei gehabt. Was habe ich hier angesammelt? Gut, und im Leben haben wir auch genügend, aber manche Beats sind so groß kennen, dass die auch weh machen, die noch was, aber scheinbar bei mir. Diesen Spam. Ja. Jo. Momentan haben sich auch sehr viele Leute wieder gemeldet bei Discord. Ich sollte auch mal ein bisschen privat spielen, aber ich habe eben keine Zeit privat zu spielen. Also wenn ihr spielen wollt, dann bitte über Livestream also mit dabei sein. Ihr dürft gerne dabei sein in den Livestreams oder auch in den Videos natürlich. Aber eben, ich kann halt kaum ohne Video oder Livestream viel zocken. Vor allem nicht dann, wenn ich ein Video hochlade oder so, weil ich natürlich dann meistens etwas anders machen muss. Nicht am PC bin, AFK bin. Und ja. Oder? Also wir nehmen jetzt mal Weins noch. Ich glaube, das ist drin. Ja, das ist drin. Sonst muss ich echt den Planer nochmal holen. Die Website aufmachen. Hier ohne Webcam, die kaufe ich mir, dann seht ihr mich natürlich, wie ich zocke.
ich reagiere und sogar wie ich lache und alles mögliche. ich kaufe mir eine sehr gute, eine 4K Webcam. Ja. Aber ja, ich müsste dann auch auf 4K Videos machen, das kann ich nicht gerade so gut. OBS ist nicht gerade sehr flüssig. Keine Ahnung, ich habe genug Leistung im Internet. Keine Ahnung, wieso nicht flüssig ist. Kann ich leider nicht sagen. Ist ein Bug wahrscheinlich. Naja, vielleicht doch nur eine Full HD Webcam, aber eine gute. Ja, vielleicht erstmal, oder? Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich werde sie nicht so groß machen, ich werde sie eher klein halten. Jedes Detail von meinen Poren, meinen Pickelporen, muss ich ja hoffentlich nicht zeigen, oder? Nein, ich habe keine Pickel. Ich habe nur einen Bart, also manchmal einfach ein kurzer Bart. Und dann sieht man sowieso keine Pickel. So, das haben wir auch. Jetzt müssen wir noch Idol installieren. Schön installieren, einsetzen in einen Grafikchip. Ah. Ja gut. Also wir haben zwei kleine Idol-Slots. Müssten das verschieben. Das hier auch. Und dann einfach mal einen. Oder einen großen. Nein, es ist eben. Nicht für Minions, der hier. So, sehr gut. Jetzt haben wir wieder 17 mehr Physical Damage für Minions. Das macht natürlich die Minions auch wieder stärker. Ja. Jetzt können wir schön noch den Boss machen. Denke ich mal. Ja, es ist knapp. Vielleicht vor dem Boss halt kurz einen Cut machen. Dann haben wir gleich am Anfang einen Boss. Im nächsten Part natürlich. Okay. Jetzt habe ich irgendwas eingesammelt. Ah, das ist schon. So. Ah, genau. Diese sind ein bisschen doof, weil sie relativ viel AWR haben. Aber die sind einfach mit diesem Bild. Also, die, weißt du, die machen auch Schaden, die Vines. Das ist das Geile. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich mache zu wenig Schaden in diesem Zeitpunkt der Kampagne. Weil ich jetzt noch nicht so gute Items habe. Aber hey, der ist so smooth, der Bild. Das ist auch geil wie Radiergummi oder so. Ja, durch einen Bleistift. Geschriebenes mit Bleistift zu laufen, zu radieren. Das ist einfach geil. Und sehr viele Effekte. Ich hoffe, ich störe nicht diese vielen Effekte. Diese vielen Geschosse vor allem. Ist ja relativ gut. Nehmen wir mal mit. Wir haben aber schon viele Feuer-Idole. Ja. Manche dauern schon noch ein bisschen. Aber Cast Speed und Crit Multiple. Jetzt müssen wir hier noch mehr Mana. Effizienzi. Ich glaube, hier müssen wir 4. Wir tun jetzt einen Punkt hier noch ein Glitch. So, sonst tun wir einfach uns nochmal umskillen. Ist ja kein Problem. Okay, auch viele Glitz machen das nicht direkt. Ja, der Cast Speed ist einfach noch ein bisschen langsam. Die Mäuse hüpfen dorthin, wo eigentlich auch die Beine sind und sie dann direkt gehen. Jetzt auch nicht gerade so schlau. Häusen. Das ist ziemlich gut. Also jetzt momentan droppen halt sehr viele Idole, weil wir jetzt gerade in einem so einem Kampagnenstand sind, wo die Idole sozusagen eingefügt wurden. Also es, ja, mit dieser Kampagne kamen auch die Idole rein. Und deshalb Maelstrom allein. Auch wenn wir viel Spell Damage noch drauf haben. Nein, das nehme ich nicht. Weil Maelstrom ist ein bisschen nervig zum Casten. Das musst du ständig casten.
Das kannst du, ich kann's, glaube ich, nicht gedrückt lassen, die Maus. Dann nicht immer wieder, wenn du läufst. Das musst eigentlich stehen und das ist für mich nicht so ein gutes Spiel. Ist nicht genügend gut gemacht. Ja. Sollte automatisch sein. Sollte so eine Aura sie die automatisch solche Dinge um einen machen, die Cold Damage in der Area machen. Ja. Aber dann wäre es wieder zu leicht für die Entwickler und das ist zu nervig. Okay. Ja, irgendwann können wir ja den Samen eigentlich auch wieder entlassen oder ein bisschen mehr Leben geben. Ja, eigentlich wäre das nicht schlecht, ihm ein bisschen selber mehr Leben geben. Den Weins, ich weiß es nicht. Ich will ja nicht allzu viel Weins auf dem Bildschirm haben. Also vor allem den Platz auch nicht wegnehmen. Eventuell mache ich doch noch entgangelige Roots und die Weins bei ihm. Ja, ich könnte ihn wirklich umskillen. Können wir nachher machen. Weil die Weins tun nur den Platz versperren für die anderen Weins. Ja, es ist immer noch so ein... Alle 20 cm. Ist nicht immer nur einer. Ist nicht gerade so gut. Naja, schade. Fürs Leveln, bis wir die Spiggenform haben, ist es gut. Ja, und später müssen wir das eigentlich ja, schon früher umgeskillt haben. Was ist denn hier? Nichts. Ah, das ist der andere Weg, wenn man direkt nach oben geht vom Eingang aus. Okay. Aber hier oben gibt es, glaube ich, eine Truhe. Ich weiß nicht, jetzt momentan wegen den Idolen mache ich gerne in diesem Akt die goldenen Truhen Auftritt geben. Für die Leuchten. Okay, wo ist dann der nächste? Der kommt jetzt gleich auf uns zu, Gott. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Stottern. Da kommt er. Ja, man sieht es auf der Map nicht immer so gut, wo er genau ist, in der Nähe oder weit weg ist. Der andere kommt auch auf uns zu, aber wir müssen vielleicht noch ein bisschen einen Umweg machen. Aber wir sind jetzt im direkten Weg eigentlich zum nächsten Gebiet. Also man kann entweder oben durch oder unten durch und weil die immer im gegen den Uhrzeigersinn laufen, dann haben wir sozusagen, ja, so gut eigentlich. Dass sie sie treffen, oder? Weil wir im Uhrzeigersinn laufen. Oder kommt er jetzt gleich auf uns zu hier? Dann haben wir das auch schon geschafft. Ja. Also wir haben sie besiegt. Ah, wir haben sie besiegt, okay. Ich hab das gar nicht gelesen. Minions Bay Critical Change? Ich weiß es ja nicht, ob ihr das auch für die brauchen, für die Roots. Für die Vines. Naja. Gold Ring of Life. Okay, das war ja sehr schnell. Also manche Beats haben gegen diese defensiven ja, Augengegner eigentlich Probleme. Aber jetzt zum Beispiel ich jetzt nicht. Also, was habe ich denn für ein Beat gemacht? Ein Zorn-Totenbeet habe ich noch gemacht. Der hatte Probleme bei diesen Gegnern. Ein Dot-Leash habe ich gemacht. Mit Hanging Souls auf Feuer. Was habe ich noch gemacht? Leben absaugen. Auch ein anderer Leash-Spell sozusagen. Essence Drain oder nein. Essence Drain. Life. Irgendwas. Irgend so etwas heißt das Spell. Jo. Und alle haben eigentlich viel zu wenig Schaden. Wegen, also spiked Schaden gegen Boss. Deshalb waren alle Bills eigentlich nicht gerade so spielenswert für mich. Schade, aber ja, das Spiel hat halt wirklich manchmal zähe Gegner. Es geht mehr um die zähe Gegner als um den Schwierigkeitsgrad, also der Schaden.
So, kann das sein, dass die schon irgendwas veröffentlicht haben, ein kleiner Patch oder so, in letzter Zeit? Weil ich habe nichts gelesen in Form. Auf jeden Fall kommt mir das ein bisschen anders vor als beim roten Schaman gespielt habe. Ich habe ihn auf ein besonderes Ding gespielt, dass die Totems eigentlich mega viel Mana regenerieren und Crit-Chancen machen, aber Crit-Chancen waren so gering, dass ich einfach aufhören musste. Ich habe so viel Crit wie möglich gesteckt, aber dennoch habe ich nicht so viel Daten gemacht. Ja, also so viel gecritet. War ja schon ein bisschen nervig immer wieder, so lange zu brauchen. Schade, aber die Totems werden immer auch wieder gebufft, scheinbar. Und also vor allem über Items gebufft und das ist natürlich schon sehr, sehr hilfreich dann zu spielen. Dass es endlich smoother wird. Jo, ich freue mich drauf. Vielleicht auch mal in einem Livestream mal ausprobieren. Und wir werden in diesem Let's Play auf jeden Fall einfach mal die Dinge machen. Die Dungeon oder wie die heißen. Und die Legendaries ausprobieren. Ja, so Sachen machen. Aber die Kampagne habe ich ja jetzt eigentlich komplett gezeigt. Okay, das ist nicht so nötig. Bären machen kein Spell Damage. Das ist eine blöde Kombination. Und Spell Damage in Spriggenform brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja Minion Spell Damage. Ja, bevor der Boss kommt, möchte ich noch genau hier Attack Speed, Movement Speed machen. It was a trap. She betrayed us. My faithful companions told me of your power. Da ist er wieder. Den haben wir ja schon in Akt 3 oder 4, 3 angefangen, also angegriffen. Wenn es der gleiche ist überhaupt, aber es ist auch ein Skelett gewesen. Ja. So, jetzt bekommen wir gerade ein bisschen Schaden wegen den Sinfen da, den Pfützen. Okay, jetzt haben wir einen größeren Schaden bekommen wegen dem Umfeld hier. Das ist Donnerzeugs da. Das ist sozusagen eine Arena. Und schon sind sie tot. Boah, der Schaden. Diese roten Zahlen überall. Ich habe leider ganz trockene Luft. Ich weiß nicht wieso. Weil das Hochhaus ist. Aber ich ziehe ja um in ein Appartement wahrscheinlich. Ja. Und Steam haben meistens Appartements. Ob das so Luft-Appartement-Wohnungen mit einer Terrasse. Möchte ich auch gerne. Aber ich bin natürlich überhaupt nicht erfolgreich. Die meisten werden halt wegen meinen Krankheiten abgewimmelt. Wegen meiner schlechten Stimme immer wieder. Aber ich kann es leider, ich kann nichts machen dagegen. Ich brauche unbedingt Unterstützung von einem Arzt und ich bekomme die Unterstützung nicht. Nein, Herr Hofmeier, Sie brauchen nicht ein Mittel gegen Asthma. Das müssen nur die Leute haben, die fast verrecken. Und ich verrecke ja fast. Ei. Ich finde, Ärzte machen nichts mehr. Wenn man ihnen also sagt, ich habe Asthma und so, dann denken sie so, ja, ich würde nur etwas ergaunen, also ich würde das nur, ja, sozusagen erspielen, was ich gar nicht erstmal hätte oder so. Aber ich tue ja sogar vom Arzt heuchen und Probleme mit der Stimme haben. Wieso merken die Ärzte, die Hausärzten, das nicht mehr? Was ist der Grund, wieso der Job sowas von peinlich schlecht wurde? Corona? Anscheinend schon. Gut, was kann man machen? Oder? Da ist einfach Minion Multiplayer. Multiplier. Ich nehme ihn mit. Ich tue jetzt andere Kraft auch noch als Mulis benutzen. Ich habe ja genügend Zeit, mal auch mal das Mulen zu können.
Ja. Schade ist, dass Charakterauswahl-Menü mega schwer. Weil ich habe jetzt lange auch wieder diesen Charakter gesucht, weil ich ja den Multi-Strike Paladin gespielt habe. Und ja, also Multi-Strike ist schon ein geiler Spell. Also eine Attacke. Ist mega geil. So, wir haben. Alles will ich haben. So. Experiments, okay. Oh, nice. Gut, dann müssen wir hier noch Schaden machen. Und dann müssen wir eben auf die unten rechts gehen. Sehr gut, der Schaden, der macht viel aus. Es geht weiter auf dem Schreinende. Also seht, ey, ich bin noch nie so schnell durch dieses Gebiet hier gerast. Der Killspeed ist mega stark. Boah, ist der Beat stark. Einfach genial. Endlich mal entwickle mal einen leichteren Beat für mich. Naja, ich bin ja gerne echt herausgefordert. Aber in einem Livestream, wo man nicht gerade so langsam spielen sollte, ist das natürlich blöd. Ich habe liebend gerne wirklich hohen Schwierigkeitsgrad. Aber mir macht es auch nicht aus, wenn er wirklich leicht ist. Ich finde es manchmal sogar witziger. Wenn alles destroyed, finde ich das richtig motivierend manchmal. Jo. Also ich mag beides, aber das Spiel sollte halt eher weniger Bugs und Balancenprobleme haben. Ja. Effect sei, sieht man es ja immer wieder. Die Gegner machen einfach zu viel Schaden. Spike Damage. Das ist natürlich nicht so gut für das allgemeine Balancing. Ja. Okay. Stabilität, sehr gut. Habe ich aber ja auch schon genügend. Also eigentlich könnten wir relativ schnell anfangen zu craften. Kann ja das mal in einem der nächsten Parts zeigen. Ja, ich mache jetzt nicht mehr so lange den Part. Ich werde einfach im Camp dann mal craften im nächsten Part, okay? So, und wir werden einfach mal die Rüstung verbessern. Weil die werden wir so schnell nicht los. Ja. Der Stab vielleicht auch noch. Ah, das ist ein Unique-Stab, also ja, Unique-Zauberstab. Genau, jetzt haben wir hier noch einen Skillpunkt. Sehr gut, also dieser Attack Speed brauchen wir einfach. Hilft so gut. Schaut, wie schnell wir jetzt gehen. Das ist nur der Attack Speed jetzt gewesen. Der einfach den Kill Speed so erhöht hat. Ist einfach genial. Also, ich liebe das so sehr. Ich hoffe, es kommt euch ein bisschen rüber, wie ich es liebe. Shit. Ich brauche vor allem Blockchance bei dem Multi-Strike Paladin. Ja. Ja, also ziemlich angenehm zum Spielen und jetzt auch weniger gestresst. Ich war vorher beim GTA Online Spielen ein bisschen gestresst, weil viele Hacker einfach unterwegs sind. Wirklich Spielverderber, die herumhacken. Das ist unglaublich, wie GTA Online kaputt ging auf dem PC. Weil Rockstar nicht bannt. Die bannen oder die können einfach solche Leute nicht bannen. Und das ist das Schlimme. Ja, gut. Möchte ich fragen, ob ihr noch Lust habt auf Diablo 2 Resurrected? Wenn doch langsam die Season beginnt, möchte ich das Spiel eigentlich kaufen jetzt so langsam. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so im Januar beginnt die Season. Also die, ja, Leder. Und ja, es tut mich natürlich schon motivieren, einfach das normale Diablo 2 auch wieder zu spielen. Ich habe halt viele Mods gespielt immer wieder.
Könnt ihr auf meinem Kanal auch finden, zum Beispiel Snail Mod, Median Mod, Eastern Sun, Johnny Mod, ja, wie die alle auch heißen. Ganzen Namen gar nicht mehr. Einfach die deutschen Mods von Diablo 2 waren so gut. Ist ein irgendwas mit. Keine Ahnung mehr. So tot bist du. Leider hat unser Verbündeter verloren Gott. Das ist der nördliche Gott und das war, der andere war der östliche Gott, Relief oder wie der hieß. Relight. Wie soll das? Und ja, Herod, genau. Ich wollte es gerade sagen. Reye heißt okay. Gut, also. Und jetzt müssen wir sozusagen ein paar Sachen machen, damit wir den anderen, den Phönix, töten können. Und die Unterstützung von den anderen Göttern müssen wir jetzt noch holen. Ja, ich werde sicher mal meine, diesen Reinkommen ins Spiel, aber es ist halt auf Englisch, ich kann das fast nicht verstehen. Ich muss sehr lange, Wörter übersetzen. Ich brauche zu lange, um Wörter zu übersetzen, um die Grammatik zu verstehen. Bin noch nicht gerade so gut im Englisch. Vor allem das Übersetzen, also das Live-Übersetzen in deutsche Sprache, fällt mir halt schwer. Ja. Und sonst eigentlich kenne ich wirklich alle Wörter eigentlich ziemlich schnell. Also ja, ein bisschen langsam, dass ich das einfach nicht so richtig verstehen kann. Wenn sie auch noch reden oder sie auch noch Englisch reden. Ja, gut, ist schlechter. Die Axt ist sicher auch schlechter. Ja. Oder die Chance, die Blutchance. 19, 16. Ja, nehmen wir nicht. Ersetzen wir nicht. Und hier ist 97, 66, ist viel schlecht. 92, 17. Die Schuhe haben wir, glaube ich, hier, ja. Ja, Movement Speed ist eigentlich wichtiger. Ja, nehmen wir einfach mal hier rein. Genau, Poison Damage machen wir hier wieder hin. Ein Beastmaster. Und so, ja, Spell Critical Change und Tipp hier machen wir auch hier rein. Und den Feuer Damage machen wir. Dol machen wir. Nicht Waffen. Und mal hier hin. Die 16. So, Cast Speed Multiplier machen wir bei Beastmaster hin. Und Aspect of the Links, Melee Damage. Ja, im nächsten Part werden wir craften. Und hier in der Kampagne in Akt 7, glaube ich, weitermachen. Ja, das bringt uns nicht viel. Die meisten Todens müssen wir halt noch finden. Ja, einfach Minion Damage Totems. Also Lebens-, also Health-Totems sind in so einer Form, glaube ich. Und die anderen sind. Ja, ich kann jetzt das noch aufmachen. So, machen wir noch kurz den Beder auf. So, also wir brauchen Shotlogian. Alagonian Idol mit 2-5% Increased Health und 11-30 Health. Und dann brauchen wir Large Nomad Idole, 13-14% Chance zu bluten bei Cold Hit, das ist jetzt nicht so nötig, und 12-32% Increased Speed, Increased Spell Minion Damage.
Und die sind wahrscheinlich sehr selten. Jetzt gehe ich noch auf Skills und da habe ich die Totem. Den Totem habe ich dort 5, 4, 4, also 3, 4, 5, 3. Schauen wir mal kurz. Skills. Totem. 3, 4, 5, 3. Also da 2 Punkte und hier einen Punkt rein. Und hier auch noch einen Punkt rein. Und dann könnte ich als nächstes eigentlich machen. Ja. Und hier unten auch noch einen Punkt. Da haben wir schon 2 Punkte. Und hier eins. Also sind wir fast ausgeskillt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch skillen könnte. Ja, hier hat noch 2 Punkte. Hier einen Punkt, hier 2 Punkte. Ja, es reicht gerade auf. Es geht gerade auf. Okay, und ja, beim Springen 2, 5, 5, 2, 1, 4. 2, 1, 4. Also hier noch ein Punkt rein, dann hier die Punkte reinsetzen. Okay, sehr gut. Ja, 2, 5, ja, 2, 5. Also hier ein Punkt als nächstes. Und dann alle Punkte hier rein. Dann haben wir noch Eisbaracke. 2, da müssen wir glaube ich auf 3. Ja, auf 3 und hier 6. Okay. Das dauert noch. Dann sind wir fertig. Dann müssen wir eigentlich nichts mehr skillen. Gut, wo ist der Altar? Can I help you? Ich möchte eben jetzt mal noch kurz schauen, was wir denn hier machen könnten. Upgraden. Aha, upgraden. Okay, es wurde alles verändert. Ich weiß jetzt gerade gar nichts mehr. Yes. Naja. Okay, der Stab, den könnten wir eigentlich hier rein tun. Oh, haben wir keinen Platz mehr. Crafting und hier rein. Sehr gut. Jo, dann ja, beende ich den Part. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten. Ja. Bart, tschüss und ja. Vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss.